stimmt. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ja. Irgendwann und irgendwo. Wir haben uns bei einem Arbeitgeber kennengelernt. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe leicht zerstört aus. Es ist etwa 20 nach 8 an einem Samstagmorgen und ich muss dringend meine Haare färben. Unbedingt mein Ansatz, der ist schon wieder so grau. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie ich das zu Hause mache. Eigentlich wollte ich das gestern Abend machen, aber dann haben wir ganz spontan beschlossen, wir gehen nochmal essen. Und da erzähle ich euch ein bisschen mehr zu, wie das jetzt momentan, zumindest in diesem Restaurant so war. Wir empfanden es als nicht so eine schöne Erfahrung wie normalerweise. Aber da erzähle ich euch gleich mehr zu. Ich muss jetzt hier erstmal meine Sachen anrühren. Mein Kaffee. Ich brauche heute früh unbedingt Kaffee. Ich bin so müde. Ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das mache. Und würde sagen, wir legen einfach mal los mit unserem Vlog. Hier steht jetzt alles, was ich brauche. Im Moment färbe ich mit Vella. Ich habe aber auch schon Redken-Farbe zu Hause. Ich wollte das nur erst aufbrauchen. Vella kann man unheimlich gut im Internet besorgen. Das mit dem Redken war ein bisschen komplizierter. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Und zwar mischt man Farbe mit diesem, wie nennt man das denn? Das ist ein Aktivator, glaube ich. Halb-halb. Also halb von dem, halb von dem. Und hier steht schon meine kleine Küchenwaage. Und los geht's. Also gleich vorab, ich bin kein Friseur. Das, was ich hier mache, habe ich mir online angelesen. Ich mixe immer zwei Farben. Oh Gott, da brauche ich zwei Hände für. Ich habe hier einmal eine dunklere Braun und ein Blond, obwohl ich so dunkel bin. Aber sonst wird mir der Ansatz zu dunkel. Und dann quetsche ich halt hier rein und gucke, wie viel das dann am Ende wiegt. Und dementsprechend gebe ich dann von diesem Aktivator bzw. der Oxidationscreme dazu. Ich habe jetzt 50 Gramm drinnen und beide Tuben aufgebraucht. Also das nächste Mal kann ich tatsächlich meine Redken-Sachen ausprobieren. Und falls ihr wissen möchtet, welche Farben ich nutze, ist einmal die 571 und die 61. So, und jetzt gebe ich da einfach nochmal 50 Gramm hiervon dazu und dann kann ich das Ganze anmischen. Zum Färben bin ich jetzt hier unten im Bad. Das ist mir oben in unserem Bad einfach nicht. Das ist ja schon einmal durchrenoviert. Mir ist zwar noch niemals auf den Boden getropft, aber sicher ist sicher. Ich habe Handschuhe an und so einen Friseurumhang. Aber jetzt muss ich mich noch einmal kratzen, bevor es losgeht. So, und so sieht jetzt meine Mischung aus. Und jetzt habe ich hier so einen, naja, ihr wisst ja, wie das geht, ne? Und das vermische ich jetzt einfach und dann fange ich an, das aufzutragen. Und zwar habe ich da auch gar kein spezielles System, sondern ich mache es einfach so frei Schnauze und es hat immer bisher gut funktioniert. Wobei ich glaube, ich muss bald einfach mal wieder professionell färben lassen, weil ich das mit dem Hinterkopf nicht so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Und für hier vorne die Konturen geht es zu Hause allemal. Und man spart sich einfach so viel Geld, gerade wenn man dann Friseurqualität Farbe kauft, aber den Friseur nicht bezahlen muss, ist Wahnsinn. Was wollte ich? Achso, ich wollte euch ja von unserem Essen gehen erzählen. Wir waren bei unserem Lieblingsgriechen und das war irgendwie ganz, ganz seltsam. Wir sind da angekommen und es waren schon mal keine Tischdecken auf dem Tisch, was man ja momentan echt verstehen kann. Das empfand ich jetzt auch gar nicht als so schlimm. Was ich blöd fand, also was ich wirklich blöd fand, war, die hatten noch nicht mal Musik an. Und dann saß man da also wie in so einer Bahnhofskneipe. An blanken Tischen, da war keine Blume drauf, kein gar nichts und keine Musik. Der Kellner war super freundlich, wie immer. Ich meine, die sind ja ganz liebe Leute und hat auch alles ganz schnell gebracht, die Bestellung schnell aufgenommen, das Essen war schnell da. Aber man hatte so das Gefühl, die wollen das so unbequem wie möglich machen, damit die Tische schnell wieder frei werden, damit sie die nächsten reinbekommen, weil sie können ja nicht so viele Tische besetzen wie sonst. Und der Laden war gut besucht. Ja, es war also irgendwie wirklich seltsam. Ich fand das voll schade, gerade Musik. Ich meine, Musik hat ja nichts mit Corona zu tun. Und das macht es einfach gemütlicher, so eine leichte, schöne Beschallung. Ne? Und von daher war das also, man hat sich so gefühlt wie halt in der Bahnhofskneipe. Ne? So abgefertigt. Ich glaube, wir waren innerhalb von einer Dreiviertelstunde wieder draußen, weil wir bestellt hatten, gegessen hatten und
Ja, war irgendwie schade. Aber wir haben dann halt trotz allem ein bisschen mehr an Trinkgeld dagelassen, weil wir dachten, die armen Kellner, die verdienen ja im Moment auch nicht das, was sie sonst verdient haben. Die haben ja auch alle Ausgaben und Familien und so. Aber ob wir uns also das in dem Restaurant jetzt nochmal antun, bevor diese Pandemie vorbei ist, das weiß ich nicht, weil das einfach nicht schön war. Also es hat keinen Spaß gemacht. So dieses sich verwöhnen lassen und ein bisschen eine schöne Atmosphäre, also da war es zu Hause eigentlich schöner. Ja, und es würde mich jetzt einfach mal tierisch interessieren, ob ihr schon mal in Essen wart, seitdem die Krise losgegangen ist und wie ihr das so empfunden habt. Und wir waren echt total, naja, enttäuscht ist übertrieben, ne? Sondern einfach, es war halt nicht mehr das Gleiche und das tut mir halt auch irgendwie dann für die, oh, seht ihr, jetzt hat es getröppelt. So, und das tut mir halt auch irgendwie für die Restaurants leid, denn die wissen wahrscheinlich auch nicht so richtig, wie sie das jetzt alles angehen sollen. Die haben höhere Kosten, geringere Einnahmen, also leicht ist das für niemanden. Wir mussten natürlich auch unsere Namen, Adresse eintragen und so. Und ja, und die haben höhere Kosten alleine schon, weil sie jetzt, glaube ich, individuelle Papierkarten drucken müssen. Sie können nicht mehr einfach, das ist ja auch für die Umwelt eigentlich voll der Super-GAU, ne? Wenn du das so bedenkst, dass jetzt drei Gäste drei Papierkarten bekommen und drei Papierkarten danach im Müll landen. Also das fand ich irgendwie auch ganz grausam. Aber einfach nicht mehr essen gehen bringt es ja auch nicht, denn damit machst du ja tonnenweise Existenzen kaputt. Also das ist so eine wirklich schmale Gratwanderung im Moment. Ich denke da viel drüber nach, was ist jetzt der richtige Weg. Also gehst du nicht mehr, aber was bedeutet das dann wirklich für die ganze Gastwirtschaft, für das ganze, ja, für diese ganze Branche bei uns im Kreis und im Ort, wenn jetzt alle sagen, sie gehen nicht mehr? Das ist echt schwierig. Ja, schreibt mir da gerne mal eure Meinung dazu. Und ich glaube, ich muss mich jetzt hier ein bisschen besser konzentrieren, sonst wird das nichts mit dem Haare färben. Aber ihr seht ja, wie ich das so grob mache, ne? Ich habe es geschafft. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Es muss jetzt 30 Minuten einwirken und ich ziehe übrigens immer so alte Oberteile an, wenn ich mir die Haare färbe. Falls doch mal was auf die Kleidung kommt wie vorhin, ist das alles nicht schlimm. Und ja, in 30 Minuten kann ich das Ganze auswaschen. Und übrigens habe ich euch schon diesen wunderschönen Teppich bei uns im Flur gezeigt. Der gefällt mir so gut. Und es ist was von Bonprix angekommen, das kann ich euch zeigen. Und da steht noch ein Paket und zwar ist das ein Regal für über unsere neue Kommode im Wohnzimmer. Ich habe meine Haare jetzt fertig gefärbt und auch so ein bisschen angeföhnt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe blond und hellbraun genommen, obwohl ich so dunkel bin. Also ihr dürft keine Angst haben, hellere Farben auf den Ansatz zu geben, gerade wenn ihr so dunkle Haare habt. Müsst euch mal ausprobieren, sprecht mit eurer Friseurin. Aber ich habe das immer ganz gerne, wenn der Ansatz nicht so dunkel gefärbt wird, weil man kann kaum dunkle Haare so heller färben, weil das ist ja keine Blondierung und dann wirkt das nicht so krass. Hier seht ihr, hier ist es ganz dunkel und das hat mir der Friseur so dunkel gefärbt. Das finde ich gar nicht so schön. Das ist so krass und oben ist es dann einfach nur meine Naturhaarfarbe und die Grauen abgedeckt. Finde ich eigentlich viel, viel, viel schöner. So viel dazu. Und mein lieber Ian ist fleißig. The edge? Like, so the edge of this is aligned with the edge of that? Ja. Or ja, ich glaube, like nee, also so mit der Ecke, das wäre cool. Wir haben nämlich ein Brett gekauft. Okay. Und das wird jetzt angebracht. How high? Bisschen höher. So wie du es hattest, oder? There? Nee, das ist zu hoch. There? Da sieht man nichts. Warte, ich muss mal die Kamera ausmachen und zurückgehen. Das schaut doch gut aus. So gegen das Licht zu filmen, ist immer schwierig. Die Ava chillt da hardcore, mega. Bist du gut gechillt, mein Schatz? Geht so. Während Ian das jetzt anbringt, werde ich mich kurz schminken. Die Via versucht hier alles Mögliche zu klauen. Baby! So was. Hunde. Hunde und kleine Kinder sind ganz gefährlich. Ja, also ich schmink mich. Also ich mache mich jetzt kurz fertig.
Und dann mache ich mich auch ans Schneiden eines Videos. Wir haben nämlich ein neues Schnittprogramm. Da bin ich schon ganz gespannt, wie das dann funktioniert. Und nachher filmen wir auch noch. Was haben wir uns vorgenommen? Heute regnet es wohl nicht den ganzen Tag. Das heißt, wir können auch wieder raus. Wir gehen dann mit der Via lange spazieren. Und wir schauen einfach mal, was der Tag sonst noch so bringt. Ich bin soweit fertig gemacht. Und wir spielen jetzt Cluedo. Und ich versuche parallel für die neue Software so Transitions und verschiedene Effekte noch zu finden. Und Ian ist hier hinten immer noch dabei und braucht irgendwas anderes. Also wir sind hier echt am Multitasken. So, und Abby? Hast du die Salonkarte? Die Salonkarte? Ich habe eine Clue-Karte aufgedeckt. Ja, die habe ich. Danke. Bitte. Du bist dran. Okay. Soll ich dir die Würfel geben? Ja. Darf ich mal erzählen? Ja. Ava hat mich neulich zweimal hintereinander beim Cluedo-Spielen abgezockt. Woop, woop. 9 Jahre ist sie. Ich habe immer gewonnen, weil man ja doch ein bisschen strategisch denken muss. Und mit einem Mal, zweimal hintereinander, hat sie mich, ohne zu schummeln, ohne dass ich sie hätte gewinnen lassen, aber so richtig abgezogen. Ja. So, warte, das ist wie in Uno. Da habe ich dich immer abgezogen. Ja, ich dachte, du hast nur da einmal gewonnen. Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Und wir haben so ein paar Jahre gespielt. Hm. Ja, in Uno verliere ich immer so. Ich habe 11. Würdest du meine Figur 11 bewegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde gerne ins Musikzimmer reingehen. Gut. So, dann sage ich, es war Orchid mit dem Dolch im Musikzimmer. Interessant. Zehn. Ich gehe. Schaffst du es mit 10? Salon Wintergarten. Okay. Weil ich 10 hatte. Ich sage, es war Gloria mit einem Dolch im Wintergarten. Oh. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Die Ava hat mich schon wieder abgezogen. Innerhalb von allerkürzester Zeit. Sehr gut. Du kannst die nächste Runde vorbereiten. Und ich zeig mal, was Papi macht. Ian war nämlich fleißig. Soll ich das mal wegräumen, Schatz? Ja, immer finished. Oh. Cool. Das Regal hängt und ich kann es dann in Kürze auch dekorieren. Ich finde, das macht sich da richtig gut. Und wisst ihr was? Ich wollte unbedingt so einen Landhausstil als Regal und das ist jetzt 1 Meter lang. Und 1 Meter war tatsächlich das längste, was ich bekommen konnte. Ich habe jetzt schnell das Regal dekoriert und einfach 3 der Bilder, die erst da unten standen, hochgestellt. Viel mehr kann da auch gar nicht drauf, finde ich. Also auf dem neuen Regal, auch wenn es viel, viel freundlicher aussieht, kriege ich lange nicht mehr die Menge an Deko unter, die ich vorher noch unterbekommen habe. Ist aber auch nicht schlimm. Also mir gefällt es super gut. Es sieht freundlich aus und hell. Und so kann es jetzt erstmal bleiben. Hier über dem Fernseher hat Ian jetzt noch einen Makramee-Wandbehang hingehängt. Gefällt mir auch ganz gut, denn da hatte tatsächlich noch was gefehlt, finde ich. Und jetzt haben wir erstmal die Deko, glaube ich, hier im Wohnzimmer, so wie sie sein soll. Die Wohnzimmerdeko ist meiner Meinung nach jetzt erstmal so, wie man sie lassen kann. Also da wird sich nicht mehr viel ändern, mit der Ausnahme hoffentlich des Sofas. Wobei ich einfach keins finde, das mir wirklich gefällt. Entweder sind sie zu groß, zu klein, sie gefallen ihnen nicht, wenn sie mir gefallen. Oder sie haben halt auch ein Material, das mit unserem Hund nichts wäre. Also es darf auch nicht sein, dass es jetzt so anfällig ist oder wo man übervorsichtig sein muss. Denn die Via, die hüpft halt schon viel aufs Sofa und fängt dann auch an und schart mal. Bleibt einfach nicht aus. Also es muss irgendwas Robustes sein, das auch unseren Hund überleben kann. Und ich sag euch, that's a tall order. Das ist gar nicht so einfach. Aber wir schaffen es ja. Und seht ihr, da liegen Avas Socken, da liegen Hundestängelchen. Also das darf echt nicht sein, was so über precious ist. Also so überempfindlich. Gar keinen Fall, auch nicht mit Ihnen und mir. Wir sind so, wie soll ich sagen, so dappig manchmal, dass also so ein Sofa echt einiges abkönnen muss. Und jetzt sammle ich erstmal die Avi ein und wir nehmen den Hund und gehen mal eine Runde spazieren. Draußen, ich schaut mal, was denn hätte das sehen könnt, aber der Himmel, der sieht nicht so vielversprechend aus und es ist so kühl, dass wir eine Jacke brauchen.
Ich nehme extra welche mit Kapuzen genommen, falls es doch anfängt zu tröppeln. Aber zumindest ist es im Moment trocken und deswegen konnte uns keiner davon abhalten, nach draußen zu gehen. Oder? Also, ja. Ja. Nichts hält die Ava davon ab, aufs Trampolin zu gehen. Und nicht mal, dass es nass ist. Einfach die Socken ausgezogen und die Hose hoch. Oh Gott. Und es windet zwischendurch immer ganz doll. Und dann ist es wieder windstiller. Wir sind trockenen Fußes zurückgekommen. Und jetzt habe ich erstmal die Plane wieder gerade gezogen, denn der Wind, der verrutscht die immer mal. Hab nachgeklort und jetzt habe ich hier noch eine Zeitschaltuhr für die Poolpumpe. Dann muss ich die nicht immer manuell an- und ausschalten. Die Via, die flitzt hier auch irgendwo rum, guckt sich alles an. Da ist sie, die hat auch noch ihre Leine an, weil wir sind jetzt direkt nach dem Spazierengehen hier hoch. Die Leiter, die packe ich übrigens abends immer raus, ist mir irgendwie sicherer. Außerdem, wenn der Poolroboter dann angeht, dann ist das auch besser. Dann muss der nicht um die Leiter drum herum putzen. Jetzt könnt ihr schön sehen, wie es zwischendurch immer so windet. Auf jeden Fall decke ich abends immer die Gartenmöbel so ab und dann muss ich die Kissen nicht hin und her schleppen. Ava ist immer noch auf dem Pool. Auf dem Pool, auf dem Trampolin meine ich natürlich. Ja, das ist echt praktisch. Die sind super wasserdicht. Also selbst bei dem Starkregen jetzt kam nichts durch. Ach, und da muss ich Unkraut wegmachen, beziehungsweise die Büsche, die von den Nachbarn rüberwachsen. Seht ihr, wie es windet? Ach du meine Güte. Wow. Auf jeden Fall finden wir den Zaun da nicht so schön und ihn hat da Thujas gepflanzt. Die sieht man jetzt hier fast gar nicht durch das hohe Gras. Aber die können dann wachsen und dann sieht man hier bald von dem Zaun auch nichts mehr. Wir sind wieder drin. Draußen ist es ganz schön windig, aber wir sind nicht nass geworden. Das ist die Hauptsache. Und ich hatte euch erzählt, dass ich was von Bonprix bestellt habe. Ich zeige euch jetzt erstmal, was das ist und ich hoffe, ich komme nachher noch dazu, das für euch auch mal anzuprobieren. Das ist keine Werbung, das ist nicht gesponsert, das ist alles selbst gekauft, selbst bezahlt. Ich habe hier noch eine Jeans. Ich mag die Sachen aus der Maite Kelly Kollektion eigentlich ganz gerne. Und das sind, glaube ich, alles Maite Kelly Sachen. Also haben wir hier drei Oberteile und ich glaube, das hier ist ein Kleid. Ja, genau, ein Shirt-Kleid. Oder? Shirt? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Naja, ich probiere es auf jeden Fall nachher an und zeige euch, ob was dabei ist, was man behalten kann. Ich bestelle relativ häufig bei Bonprix. Ich habe auch einige Teile davon, aber ich finde immer, man muss eine relativ große Auswahl bestellen, damit dann was dabei ist, was auch wirklich schön aussieht. Was ein bisschen schade ist, aber das mag auch daran liegen, dass ich einfach eine größere Größe brauche und es dann allgemein schwieriger wird, Teile zu finden, die gut sitzen. Ich weiß es nicht. Denn als ich noch schlanker war, war ich in Irland und hatte kein Bonprix zur Hand. Und deswegen kann ich da keine Vergleiche machen, wie das für schlankere Menschen ist. Aber ja, so für meine Größe muss man immer einiges bestellen. Viel anprobieren und aber es ist eigentlich immer ein oder zwei Teile sind dabei, die dann auch wirklich, wirklich schön sind. Und die haben halt einen genialen Preispunkt. Und ich bin einfach, was Kleidung angeht, so ein kleiner Pfennigfuchser, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das Witzige ist natürlich, für Ava habe ich überhaupt kein Problem, auch mal ein bisschen mehr für Kleidung auszugeben. Aber an mir sieht es auch so schön aus und ich habe immer das Gefühl, an mir sieht alles im Moment so olle aus. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich nicht gerne Geld für Kleidung für mich selbst ausgebe und immer nur günstige Sachen kaufe, weil ich immer das Gefühl habe, es ist doch eh nur ein Kompromiss. Kennt ihr das? Aber es ist so ein blödes... Es ist so ein blöder Gedanke, weil ja jeder auf seine eigene individuelle Art schön ist. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, mal 5 Kilo runter wären, dann oder auch 10 oder auch 15, dann würde das alles besser passen und vielleicht würde ich dann eher auch mal in was investieren, was mir länger bleibt. Und ja, also für Ian und für Ava dann auch mal was zu investieren, habe ich echt kein Problem, aber für mich selbst, da bin ich voll der Pfennigfuchser. Ist halt so. Draußen geht die Welt wieder unter. Zum Glück waren wir vorhin schon mit dem Hund unterwegs. Und ich bin jetzt hier dabei und bereite alles für unser Video vor. Ava ist in ihrem Zimmer am Spielen. Und ja, kann es gleich losgehen. Es wird witzig. Wir werden uns eine Pizza erspielen. Gut,
Dann bringen wir mal alles so runter in den Keller und fangen an. Ich habe das Studio nämlich auch schon aufgeräumt und Wäsche gemacht. Also ich war schon ein bisschen fleißig. Ich muss jetzt nochmal schnell zum Supermarkt, weil die Becher, die ich habe, um die da drüber zu stülpen, sind zu klein. Entweder ist der Becher zu klein oder der andere zu groß. Wie auch immer man das jetzt will. Und ich muss neue Becher holen. Sonst wird das nichts mit unserem Video. Also mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Hier mache erstmal die Tür zu, damit der Hund drinnen bleibt. Und ach, mein Handy wollte ich noch mitnehmen. Och, das ärgert mich jetzt total, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt auch gefreut, loszulegen. Right, okay, let's do it. Ich war noch im Action und im Rewe und habe dann im Rewe zum Glück was gefunden, was jetzt funktioniert. Halbe Stunde später fahre ich heim. Oh Mann, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber was soll's, so ist es halt manchmal. Wir sind mit unserer Challenge soweit fertig. Wir haben hier eine Pizza-Challenge gemacht. Die Pizza ist jetzt im Ofen, beziehungsweise die kühlt jetzt ab. Und ich dachte, ich nutze diese Gelegenheit und probiere gerade mal die Sachen von Bonprix an und zeige sie euch. Das hier ist das eine Oberteil, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat so süße Ärmel. Die Ava guckt da hinten übrigens TikToks. Und dann ist das hier die Hose, die passt auch ganz gut. Und das ist eigentlich soweit in Ordnung. Das gefällt mir. Hier ist jetzt nochmal das gleiche Oberteil, nur in Pink. Da gefällt mir die Farbe total gut. Voll süß. Auch gerade so diese Details am Ärmel finde ich total goldig. Dann habe ich hier noch dieses Oberteil, aber seht ihr, das ist viel zu groß. Da könnte ich ja zwei draus machen. Okay, auch schade. Das meinte ich mit, das muss man echt anprobieren, das ist total Hit und Miss. Das ist meine ganz normale Größe und ich müsste das eigentlich jetzt zwei Nummern kleiner bestellen. Schade. Dabei ist es so schön, also es hätte mir sehr gut gefallen, wenn es passen würde. Guck mal. Das hier ist ein Hosenanzug, aber das kann ich euch leider nicht zeigen, denn das sieht so verboten aus. Also das ist, steht mir einfach nicht. Schade. Naja, Gott. Aber dann habe ich immerhin zwei Oberteile und eine Hose, die ich behalten kann. Mit dem Video für Avas Kanal sind wir jetzt fertig. Wir haben gerade unsere abenteuerliche Pizza probiert. Ian hat sich, naja, ich verrate nicht so viel. Manche von euch gucken auch Avas Videos und dann will ich euch nicht den Spaß verderben. Jedenfalls hatte ich mir vorgenommen, euch noch davon zu erzählen, wie Ian und ich uns kennengelernt haben. Denn ich kriege da immer und immer mehr Nachrichten auf Instagram. Wie war das eigentlich? Wie kommt das, dass du mit einem Iren verheiratet bist? Bist du auch Irin? Und ich glaube, mittlerweile wisst ihr alle, dass ich Deutsche bin. Aber dass ich ziemlich direkt nach der Schule, ich glaube, ich mit 21, habe mit 20 Abi gemacht, mit 22 bin ich nach Irland gegangen, um dort zu studieren und zu arbeiten. Und ich war gerade in Irland angekommen, 5 Monate, und da ist mir Ian über den Weg gelaufen. Oh, da läuft er mir wieder über den Weg. Hallo. Über was reden wir? Über wie wir uns kennengelernt haben. Oh, wow. Ich war dabei. Du warst dabei. Stimmt. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ja. Irgendwann und irgendwo. Wir haben uns bei einem Arbeitgeber kennengelernt. Ja. Und zwar bei einer Leasingfirma. Ja. Und erzähl weiter. Soll ich weiter erzählen? Ja, also. Ich will sagen, ob es richtig oder falsch ist. Okay. Also ich war 5 Monate in Irland. Ich hatte erst für eine Autovermietung gearbeitet und bin dann zu dieser Leasingfirma gewechselt. Und dann habe ich Ian im Flur gesehen und wusste... Okay, das ist die erste, das stimmt nicht. Doch, das okay, stimmt. Okay, geht weiter. Da streiten wir uns jedes Mal. Nein. Oh, doch. Ich kenne die Wahrheit. Die Geschichte ist, dass wir waren in die gleiche Büro, ja. Und du bist vorbeigelaufen, ich habe so gemacht und du bist einfach sofort. Heute würden wir sagen, dass es Ghosting ist, du wirst einfach vorbeigelaufen. Das stimmt. Ich habe, als ich dich wirklich das erste Mal... Weil ich habe Deutsch studiert und ich habe gehört, es gibt zwei neue Leute aus Deutschland da. Ich habe einen Namen gesehen, Jade, ich habe gesagt, das ist ein schöner Name. Ich würde sehr gerne diese Person kennenlernen. Und hallo, vorbeigelaufen. So ist das passiert. Also so habe ich das nicht in Erinnerung. Aber so war es. Also so wie ich das in Erinnerung habe, ist, als ich dich gesehen habe,
habe ich mich sofort in die No. Sofort, das wäre toll. Wenn das die, wenn das wichtig war, wenn das richtig war, wenn das die Wahrheit ist, das wäre toll. Da streiten wir uns jedes Mal drüber. Sofort vorbeigelaufen. Ich war, oh, hallo, hey, oh, vorbeigelaufen. Wir streiten ja selten, bis nie. Aber das ist das einzige Streit. Weil ich denke, ich habe mich sofort in Ian verliebt. Ich habe ihn gesehen und ich wusste, er ist der Mann fürs Leben. Und dazu will ich nur sagen, ich verliebe mich, nein, jetzt sowieso nicht mehr, aber ich habe mich nicht leicht und oft verliebt in jungen Jahren. Und ich habe dich gesehen und ich wusste... Guck dir die Geschichte an. Das wusste ich einfach. Also, oh, es war ganz dunkel geworden. Aber das wusste ich einfach. Ich wusste einfach, du bist es. Ja, aber und da haben wir uns... Nein. Erstes Mal vorbei, glaube ich. Okay. Vielleicht das zweite Mal ist das passiert. Ja, da, als ich dich wahrgenommen habe. Tage 2 ist genau das passiert. Genau. Tage 1 vorbeigelassen. Und ja, und dann haben wir uns aus den Augen verloren, gell? Und zwar bin ich dann nach Deutschland zurückversetzt worden für 4 Wochen, weil wir im Prinzip die Prozesse lernen mussten. Und in der Zeit ist Ian nach Italien versetzt worden von der Firma. Die hat europaweit agiert. Mhm. Und du dachtest, ich wäre für immer zurück nach Deutschland. Und hattest das alles schon abgeschrieben. Bestimmt. Und ich kam zurück und dachte so, ach du meine Güte, er ist weg. Dieser Typ, dass ich bin sofort vorbeigelaufen, er ist weg. Naja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich dir versprochen hatte, dass ich dir gute Zeiten, schlechte Zeiten aufnehme. Und dann habe ich ihnen eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich habe dir eine Folge gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgenommen. Wie kann ich die dir denn geben? Ich würde sagen, bis jetzt, ich habe diese Videokassette nie gesehen. Ich habe es auch nicht wirklich aufgenommen. Ich hatte nur einen Vorwand gebraucht. Ja, und dann haben wir hin und her geschrieben und dann kam Ian zurück aus Italien für ein Wochenende und das war's, ne? Das war's. Ja, vor fast 20 Jahren. Vor 100 Jahren, vor 20 Jahren. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist so witzig. Also jedes Mal, wenn ich die Geschichte aus meiner Sicht erzähle, sagt ihr, nein, 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 das stimmt so nicht. Aber das war wirklich bei uns beiden Liebe auf den ersten Blick. Das sollte einfach so sein, dass ich nach Irland gehe und ihn da kennenlerne. Und ja, das ist jetzt wirklich... Im Mai 21 haben wir uns das erste... Nein, im Mai 2000... Ian, war das Mai 2000 oder 2001? Mai 2000, ne? Sind wir schon 20 Jahre zusammen? Er ist gerade raus und macht was anderes. Ich kann mich nicht mehr erinnern. es war 2001. Ich weiß nämlich, weil ich habe 2000 das Silvester noch in Frankfurt gefeiert, mit meiner besten Freundin damals. Und dann sind wir 2000 auf 2001 im Winter nach Dublin umgezogen. Also wir sind, am 26. Dezember sind wir mit der Fähre übergesetzt, also so mitten über die Weihnachtszeit. Also muss es, wie ich dachte, Mai 21 gewesen sein. Ach, nicht 21, was erzähl ich dir denn? Ihr wisst, was ich meine. Mai 2001 und dann sind wir Mai 21, 20 Jahre zusammen. So, 20 Jahre zusammen, das ist verrückt. Das fühlt sich an, als ob das erst gestern war. Aber ich beende den Vlog jetzt hier, denn ich brauche noch Ians Hilfe. Denn... Ava hat sich in ihrem Zimmer eine Schaukel gewünscht. Und hier steht jetzt der Ständer von unserem Hängesessel, weil ich eigentlich dachte, man könnte die Schaukel an der Decke anbringen, aber das geht nicht. Und jetzt werden wir das erstmal hiermit probieren und eventuell dann noch so einen bestellen. Aber wir wollten es halt erstmal probieren, bevor wir Geld ausgeben. Und er muss noch das ein oder andere anbringen. Da kommt er. Oh, war die Via mit dir draußen? Ja, ich war mal hier. Cool. Na, Vivi, warst du beim Härchen? Ich habe gerade gesagt, dass ich noch Arbeit für dich habe, Ian, und deswegen den Ständer zur Ava bringen und noch das eine oder andere in ihrem Zimmer aufhängen. Das kann ich euch aber auch nicht zeigen, denn das hat sie auch mitgefilmt. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, damit wir uns darauf konzentrieren können. Sie will nämlich morgen ihre Roomtour filmen und es wäre schade, wenn sie das nicht machen könnte, nur weil ich hier so viel schwätze. Ne? Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen euch beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.